Hallo Leute, willkommen zur nächsten Ausgabe von Geryon auf Achse. Ja, ihr habt ja letztes Mal mitbekommen, dass es jetzt eine längere Fahrt gibt. War von Salzburg, wo ich gerade bin, hoch nach Dover. Fahrtstrecke 1150 Kilometer. Ich gehe davon aus, dass ich das mit einer Pause schaffen könnte, bin aber nicht sicher. Eventuell muss ich sogar noch hier vor Calais irgendwo noch eine zweite Pause einlegen. Das weiß ich noch nicht. Aber das muss mal überraschen. Und ach ja, ich habe hier noch, wenn ich den Auftrag annehme, habe ich mal nachgeschaut, warum ich noch keinen Kredit bekomme. Das hat ganz einfach einen Grund. Es reicht zwar Level 3 für den ersten Kredit, allerdings muss man dafür auch 10 schnelle Aufträge gefahren haben. Das ist bei mir noch nicht der Fall, ganz offensichtlich. Ich weiß nicht, ob die allererste Fahrt mitzählt. Also sind es jetzt 3 oder 4 Fahrten jetzt noch, die ich brauche. Dann kann ich endlich den LKW kaufen. Ja, was so eine Economy-Mod alles ausmacht. Na gut, dann schauen wir mal, was uns heute so erwartet. So, Motor an. Okay, wir fahren los. Licht an und wieder das typische Einstellen. So, Sitz einstellen. Da reicht es, den Blickwinkel zu erhöhen. So, sehr schön. Dann noch die Spiegel. Upsa, ich wollte das hier anklicken. Ich will immer den Trailer sehen, weil ich brauche den Trailer als Bezugspunkt. So, da ebenfalls. Okay, passt. Damit bin ich zufrieden. Und dann, mal kurz hier schauen, wo hier. Da sehe ich dann den Tempomaten. Sehr gut. Ja, mit Benzin werde ich aber diesmal auch aufpassen müssen. Wo ist denn die Benzinanzeige? Sehe ich gerade nicht. Moment mal, muss ich denn auch umschalten oder wie? Ah, ist immer schwer zu sehen. Na gut, das ist jetzt einfach so, dann lasse ich hier rechts das Fenster noch offen. Und da würde ich schon mal sagen, geht's langsam mal los. Dover, wir kommen. Wo ich natürlich auch besonders darauf achten muss, ist halt diesmal die Pause. Ohne Pause komme ich auf keinen Fall durch. Man sieht, 70 Stunden, 47 Minuten Fahrzeit. Biege nach rechts ab. Und ich habe Zeit bis zur Pause. Genau. 8 Stunden 56 im Moment. Oh, okay. Demnächst links abbiegen. So, die Ampel Biege wird nach links ab. rot. Das riskiere ich jetzt nicht. Bin ich aber viel zu schnell rangefahren. Aber es passt. So, dann geht's als das erste Mal auf die Insel. Da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. Ja, und sobald ich meinen Wrack habe, geht's dann richtig los. Werde aber überwiegend lange Strecken fahren. Damit ich so wenig wie möglich Zeit mit Rangieren verbringe. Was ja auch, was kein Geld einbringt. Wenn man von der Pause abgeht. Ich habe Post. Okay. Moment, jetzt muss ich doch mal gucken. Bekomme ich jetzt doch einen Kredit? Der selbstständige Fahrer gesucht. Nee, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon.
Aber auf der Strecke sollte es auch überwiegend Autobahnfahrt sein. Wo ist gerade stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich mache möglichst lange Touren, wenn ich nicht so viel Zeit für Rangieren aufwenden muss. Dass wir dann halt. Fürs Rangieren kriege ich kein Geld. So ist es einfach. Und es kostet auch immer wieder Zeit. Und bei meinem Verdienst als Geringverdiener, da bin ich auf jeden Cent angewiesen pro Kilometer. In der Zeit, wo ich rangiere, habe ich locker 50 Kilometer auf der Autobahn zurückgelegt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, hier rechts rum. Nimm die Ausfahrt rechts. So, ei. Das ist eine ziemlich steile Ecke hier. Eine scharfe Kurve, meine ich. Steil, nicht scharf. Also auch schon ein bisschen fies, also lange gerade, die jetzt einen Gas zu geben. Dann kommt die nächste Kurve da angeschissen. Okay, Bitte links halten. jetzt bin ich auch langsam im Bereich, wo ich sagen kann, ich mache nach jeder Pause werde ich die Aufnahme beenden, dann den nächsten Tag dann starten. Die Bereich kommen wir jetzt langsam. Gut, wenn der Auftrag nur ein paar Meter sind, was ist denn jetzt passiert los? Warum so langsam auf einmal? War aber echt gemein jetzt. So, Tempomat steht auf 80. Ja, ich bin schon. Ach, da unten links ist die Spritanzeige. Sehe ich das erst. Unten links auf dem Tacho. Bitte links halten. Oh, da kommt einer angeschossen. Ah, hat's. Jetzt schießt er doch weiter, okay. Eieieiei. Ich weiß nicht, warum jetzt ein Tempomat so am Links Nerven halten. ist. Da habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Aber egal. So. Noch muss ich nicht tanken. Passt alles. Na gut, ich bin auch gerade so gefahren, aber erst ein paar Kilometer geschafft. Jetzt eine knappe Stunde unterwegs, bin aber gleich in Deutschland. Gut, aber die Strecke sollte ich normalerweise mit einer Tankfüllung trotzdem noch schaffen. Bitte links halten. So, da habe ich ja. Ey, nur 60. Eieieiei, was ist denn hier los? Hört sich nur noch. Oh. Oh, was war das denn jetzt? Yeses. Yeses. Deine Spur ist weggefallen, ich meine. Was schießt er mit der Ente hier durch? Das gibt's doch gar nicht. Was stand denn jetzt hier links für ein Auto? 8 Zoll wahrscheinlich. Was macht ihr hier? Moment mal. Das tue ich mir nicht an. Ich ziehe links rüber. Wer macht das auch hinter mir? Ich muss Lenkzeiten einhalten. Kann es mir nicht erlauben, hier so ewig zu warten. Ey, ey, ey! Was machst du denn hier? Also manche drehen echt am Rad, oder? Eieieiei. Was ist mit dir?
Nee, da habe ich keinen Nerv drauf. Da habe ich keinen Nerv drauf. Warum fährt er auch so extrem langsam? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich wollte gerade sagen, der nächste ist langsam, aber der ist nur... Der ist nochmal abfahren. Der vor mir... Echt, was ist mit den Leuten hier heute nicht in Ordnung? Ich glaube es echt nicht, oder? Ich glaub's nicht. Jetzt gibt er Gas. Jetzt. Jetzt haben sie alles Gaspedal gefunden. Meine Güte. Meine Güte. Erst pedden und dann auf einmal ganz schnell genug gehen. Na gut. Ich habe jetzt meine 80 erreicht. Obwohl, wenn ich jetzt überwiegend Autobahn fahre, könnte ich das sogar Zeit gut machen. Das heißt, ich komme mit einer Pause zurecht. Werde ich halt dann merken. 7 Stunden und 8 Minuten habe ich noch. Habe jetzt wohl durch die Baustelle ein bisschen Zeit verloren, aber nicht so dramatisch. Da gibt es Schlimmeres. Ich habe über 1000 Kilometer vor mir, überwiegend Autobahn, und da glaube ich, sollte es passen. Da ich in Dover muss, ich davon aus, dass ich mit der Fähre fahre und ich bin nicht mit dem Zug oder schon Eurotunnel. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal auch ein Tunnel gebaut wird für Autos nach Großbritannien, aber ich glaube kaum. Eurotunnel selbst war ja schon. Deutschland München für LKWs gesperrt. Bin auch nicht scharf drauf. Ich fahre lieber konstant über die Autobahn, anstatt hier München abzufahren und irgendwo dahinter wieder drauf. Bitte rechts halten. So, rechts, geradeaus ist eine Brücke, die zu niedrig ist. Das ist mir aber egal. Weil, mit meinem LKW. Habe jetzt keine besondere Ladung, oder? Was habe ich denn für eine Ladung? Ich weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe, glaube ich, nur einen Trailer drauf. Doch, doch. Ein Standard-Curtain-Sider. Ah, ich muss doch durch München durch. Leute, Leute. Warum darf ich nicht ganz normal Autobahn fahren? Was habt ihr da für ein Problem? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Haben sich wieder zwei getroffen? Biege nach rechts ab. Links halten So. und dann links abbiegen. Gut. Also Biege nach links ab. fahren wir jetzt einmal durch München durch. Nur um auf der anderen Seite der Stadt wieder auf die Autobahn zu fahren. Was für ein Schwachsinn. Naja, egal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh. Sehr schön. Achso, ich brauche ja gar nicht zu gucken. Ja, eine Ampel. Da müsste ich höchstens bei Gegenverkehr mal gucken, aber gab's in dem Fall ja nicht. So. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Oh, Biege dann hier nach runter. rechts ab. Ich muss jetzt echt auf die Feuerwehr aufpassen. Wir haben ja nicht so ganz geheuer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Oh, da kann ich schon mal blinken. Ach, das habe ich nicht geguckt, egal. Jetzt ist es eh zu spät. Nimm diese Ausfahrt.
So. Und da vorne schon der nächste Kreisel. Oh, der Truck sieht aber ganz gut, muss ich sagen. Der sieht nicht. Oh, gut, ich habe auch kein Gebiss hinten dran. Und dann nur Am dazu. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, wie sieht es denn hier aus? Sieht gut aus für mich. Ich kann fahren. So. Nimm diese Ausfahrt. Gut, aber jetzt geht's langsam wieder auf die Bahn. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann's losgehen. Ach Mensch, ich hab was vergessen. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? 6 Stunden und 12 Minuten. Da will ich schon mal eine Raststätte gucken. 6 Stunden, 12 Minuten. Wie weit komme ich denn bis dahin? Hier ungefähr? Ist weit. Hier, 6 Stunden und 7. Bisschen zu knapp. Ah, hier sind Parkplätze. Wie eine Minute Fahrtdauer bis zum Wegpunkt. Nee. Irgendwie ist da gerade schief gelaufen. Mach ich das so? 5 Stunden und eine Minute. Das sollte der Orkas zu schaffen sein. Sind die anderen jetzt drin? 5 Stunden und eine. Ach du meine Güte. Muss ich das doch etwas anders machen? 4 Stunden und 9 Minuten. Okay. So, dann muss ich nochmal neu gucken. Hier sind auch Parkplätze. 6 Stunden und 15 ist zu viel. Stunden und 7 ist genau die Zeit. Ja, dann muss ich hier abfahren. Dann mache ich das ganz einfach. Ich will so weit wie möglich kommen. Dann fahre ich hier. Ne, da ist eine, doch, das ist eine Werkstatt, ist okay. 5 Stunden 36, das sollte machbar sein. Auf geht's. 6 Stunden und 12 haben wir noch Zeit. Bitte links halten. Damit habe ich meine Pause. Ups. Hab ich kurz abgelenkt, damit habe ich meinen Pausenplatz festgelegt. Ja, besser vorher festlegen, als überrascht zu werden und dann steht man da. Und nach der Pause muss ich dann halt gucken, wie weit ich bis zur nächsten Pause kommen werde. Und wenn ich jetzt halt gut mache, dann ist es halt so. Aber ich werde trotzdem keine so weit, nicht weiterfahren. Ich werde trotzdem an der Stelle Pause machen. Plan ist Plan und fertig. Dann fahre ich weiter und dann geht irgendwas schief und ich habe keine Alternative. So, jetzt kann ich eins nach rechts. Scheint frei zu sein. Aber eins sage ich euch. Wenn ich mein LKW habe, gucke ich mal, ob dafür auch Kameras verfügbar sind. Wenn ich dann direkt gucken. Und wenn sie verfügbar sind, dann werden die auch schnell eingebaut.
Burgauer See. Ja? Wie gesagt, ich fahre über Straßburg. Kein Problem. Ich finde eine neue Ja, Route. was war das denn jetzt? Hast du Helge wieder verschluckt hier? So, die rasen hier. Da merkt man echt, dass man hier in Deutschland ist. Also habe ich das Gefühl, ich würde stehen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht aussteige. Obwohl, es geht ja gar nicht. Baden-Württemberg. Gut, das fahre ich überwiegend erstmal nach Osten. Westen meinte ich natürlich. Um nach Straßburg zu kommen. Moment, kann ich auf der kleinen Karte, kann ich ja das andere anmachen? Ja, ich bin überwiegend nach Westen unterwegs. Oh, da brauche ich das Ding ja jetzt nicht mehr. So, jetzt wo ich gesehen habe, wo Sprit ist. Pausenzeit ist schon eingestellt. Das sollte passen. Und wie gesagt, Sprit sollte für diese Tour doch reichen. Denke ich mir mal. So, ich bin gespannt, wo ich am Ende der 10. Tour bin. Es wird allerdings noch ein paar Folgen dauern, bis wir das rausfinden. Okay, aber wenn ich meine Pause gemacht habe, hoffe ich mal, dass genug Zeit übrig bleibt, um bis nach Calais zu kommen. Und dann kannst du vielleicht riskieren und kurz vor, und wenn ich kurz vorher Pause machen muss, dann zu schauen, wie es von der Zeit her passt. Dass ich dann vielleicht noch ein paar Minuten dranhänge. Und das bis zur Fähre schaffe. Ich weiß es noch nicht. Na gut, sollte ich kurz vor Calais noch Pause machen müssen. Dann wird halt danach die Folge die Tour zu Ende fahren schnell. Dann eine neue gestartet und wenn sie dann genug ist, bis zur Pause oder halt zu Ende gefahren. Mal schauen. Bitte links halten. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Möhringen, Flughafen, also Stuttgart bin ich jetzt offenkundig. So, jetzt muss ich auch nach rechts rüber. Mal blinken. Passt doch alles. Sehr schön. Bosch. Parkhaus. Ich muss zugeben, ich bin im echten Leben noch nicht hier lang gefahren, weil dieses Bosch-Parkhaus wäre mir mit Bitte links Sicherheit halten. aufgefallen. Und es ist so lange her, dass ich das Parkhaus nicht sehen konnte, weil es noch nicht gab. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie alt das Teil ist. Obwohl, so eine Parkhausüberbauung über eine Autobahn. Das machen sie jetzt noch nicht, gibt es noch nicht allzu lange. Ich vermute, aber das Teil ist maximal 20 Jahre alt. Ich kann aber auch vollkommen daneben liegen. Ich habe
gestern mal so einen Versuch gemacht von der ChatGPT Faktencheck-Video mit einbinden. Ja, da habe ich gefragt, weil es gibt ja manche Aufträge, leere Euro-Paletten, 23 Tonnen. Da habe ich gefragt, wie viele Paletten passen überhaupt in so einen Trailer wirklich rein? Ja, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich eine Antwort bekommen habe. Also die richtige Antwort. Bei ChatGPT fing jetzt an, ja, es kommt auf, darauf an, was für eine Ware drauf ist und sowas. Ich sage keine Ware, leere Paletten. Ja, dann auf einmal kam es auf an, ja, wie ho hoch die Paletten an sich sind. Ich war so total entnervt. Ich habe noch nie mit der KI so gestritten wie gestern. So. Den überhole ich jetzt aber. Jetzt war nur 10 km Unterschied, aber es macht schon viel aus. Da bleibe ich jetzt nicht so lange dahinter. Wird wahrscheinlich auch nicht schnell erfahren. So, blinkt tue ich schon mal. Ah, ich glaube, ich sollte noch einen Moment warten mit dem Rüberfahren. Jetzt passt es. Ah, da vorne kreuzt sich gleich eine Autobahn, die ich schon kenne. Und nach links muss ich, okay. Einmal links Bitte halten. links halten. Ich glaube, das ist das Autobahnstück, wo ich von Basel ausgekommen bin. Auf dem Weg nach Frankfurt. Also bei der vorletzten Tour. Also schön ausgebaute Autobahn hier. Ohne bremsen zu müssen, hier rüberfahren. Sowas gefällt mir. So, da ich davon ausgehe, dass die Spur bald endet. Ja. Hier ist es schon soweit. Aber ich Platz habe, ziehe ich direkt rüber. Ja, warte nicht, bis das Auto angerauscht kommt und ich dann über den Standstreifen weiterfahren muss oder gar anhalten muss. Ja, ich habe hier eine Mod drin für den KI-Verkehr. Ist schon ein bisschen besser als im Vanilla. Allerdings gibt es ein paar Sachen, die sie trotzdem nicht drauf haben. Beispiel bei manchen Autobahnauffahrten, das sieht die KI knallhart raus, als wärst du nicht da. Oder an anderen Abfahrten bleiben die Fahrzeuge auf der Autobahn stehen, um die reinzulassen. Boah. Und, Aber jetzt muss ich doch kurz gehen. Oder ich denke mal, es wird programmiertechnisch so extrem schwer sein mit der Engine, wo ITS läuft. Das ist auch gar nicht machbar. Von den Modern her meine ich. SCS also selbst könnte das hinkriegen. Wahrscheinlich für Modder ist das nicht machbar. Aber okay. Gut. Da vorne geht es gleich rechts ab. Gut, ich muss mich immer beim Spiegel drauf verlassen. Rechts halten.
und dann rechts abbiegen. Weil ich ein Licht sehe, wenn da was ankommt. Aber wirklich sehen tue ich hier nichts. Rechts ab. Ah, wo muss ich jetzt hier hin? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, geht auf jeden Fall in Richtung Straßburg hier. Das steht definitiv fest. Okay, ich kann fahren. Sehr gut. Ich hatte eigentlich gehofft, es geht weiter über die Autobahn, aber es ist dann halt so. Aber ich bin bald in Frankreich. Es wird auf jeden Fall wieder auf die Autobahn drauf gehen. Ich habe schon gesehen, dass da Mautstationen sind auf der Strecke. Pierre Plimim-Brücke, okay. Ach, 70 Grad nur für Autos, okay. Und jetzt reise ich nach Frankreich ein. Und da ist die Info schon. Region Grand Est, der große Osten. Demnächst rechts abbiegen. Ah, hier scheint schon die Autobahn abzugehen. Biege nach rechts ab. Ah, sollte doch möglichst weiter blinken. Jetzt wahrscheinlich mehr zu blinken, so. Weg mit dir. So, ich kann hier. Ach, die Spur geht zu Ende. Obwohl es gleich wieder nach rechts geht. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So. Wird aber schon, sollte schon bald in Pausenreichweite sein, oder? Tue ich mich da jetzt. Wie viel Zeit habe ich noch bis zur Pause? 1 Stunde 26 Minuten. Ja, ist. Da bin ich gleich, sehr gut. Upsa, falsch. Ach komm. Ich wollte doch nicht hier auf Einstellungen. Ich hoffe, wenn er auf der Tastatur tippt, ohne hinzugucken. So, es war definitiv nicht die schlechteste Idee, hier Pause einzulegen. Der erste Gainer war schon da. Rechts halten und dann rechts halten. So. Rechts halten, dann rechts halten, ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sehr schön, da bin ich doch schon. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So, bevor ich Ausfahrt nehme, guck ich erstmal, ob frei ist. Ist frei. Sehr gut. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Hier darf ich schlafen. Perfekt. Dann mal anschauen hier, wie es aussieht. Route neu berechnen. Hast du so kleine Parkplätze nur? Gucken, was passiert, wenn ich mit dem Führerhaus drauf fahre. Sollte da trotzdem passen. Ja, passt. Zwar nicht die feinste Art, aber okay. Ich fahre jetzt aber nicht weiter. Dann. Als die Ruhepause.
Ja, sollte. Die Ruhepause kommt gleich. Und alles weitere von der Tour seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Nach der Pause. Tschüss.